Ganz herzlich willkommen zum ersten Plenum des Jahres 2015 hier bei OTV. Nach den Klausuren und nach, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Radio und Fernsehen, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Das heißt, die Mitglieder, die dem Staat nahe stehen, wie jetzt Landtag, Staatsregierung, dürfen maximal ein Drittel des Gremiums ausmachen. In Bayern haben wir das beschränkt, also Landtagsmitglieder und Staatsregierung darf maximal ein Drittel des Rundfunkrats sein. Aber wir haben auch noch Oberbürgermeister, Bürgermeister, die auch dem Staat zugerechnet werden. Und da sind wir mit 16 insgesamt von 47 im Rundfunkrat um einen über diesem Drittel. Deshalb besteht hier Änderungsbedarf und da kann man dann auch in dem Zusammenhang drüber nachdenken, wie muss denn der Rundfunkrat insgesamt besetzt sein? Man muss selbstverständlich in Befolgung der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts die Zusammensetzung verschiedenster Aufsichtsgremien im Bereich von Rundfunk und Fernsehen verändern. In der Weise, dass weniger Staatseinfluss ausgeübt wird und dafür mehr Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft dort Platz nehmen können. Das kann man aber nicht übers Knie brechen, das muss man gut diskutieren. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Neben einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Familien leisten ja bei uns in Bayern einen wichtigen Beitrag, was die Pflege anbelangt. Viele Pflegebedürftige werden zu Hause betreut und da muss man natürlich auch schauen, dass die Belastung nicht so hoch ist, dass ambulante Pflege beispielsweise auch mal mit Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege kombiniert werden kann. Da braucht es Flexibilisierung. Da ist auch vieles bereits jetzt auch neu eingeführt auf Bundesebene. Natürlich kann man die Zahlungen an pflegende Angehörige erhöhen. Das ist auch vernünftig, aber man muss sicherlich auch Angebote für die Personen, die der Pflege bedürfen, schaffen. Zum Beispiel Tagespflege, Nachtpflege, Kurzzeitpflege, damit die pflegenden Angehörigen unter der Pflege nicht selbst zum Pflegefall werden. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei OTV. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder zu Plenum TV. Bis dahin, Servus.